Das sind die Sony LinkBuds S und ich teste in diesem Video für dich die Mikrofonqualität dieser Bluetooth-Kopfhörer in einer lauten, sehr lauten und in einer leisen Umgebung. Fangen wir mit der lauten Umgebung an. Wir sitzen jetzt hier im Auto. Ich fahre einen Diesel. Wir fahren jetzt circa 70 km/h und so hören sich die Sony LinkBuds S an, wenn du damit in einem fahrenden Auto telefonieren würdest. Wir können jetzt alle Fenster nochmal öffnen, dann haben wir eine sehr laute Umgebung. Hier wirkt jetzt sehr viel Wind auf die Kopfhörer ein, sodass die Noise Cancellation der Mikrofone tatsächlich sehr, sehr stark jetzt eingreifen muss. Und so hören sich die Sony LinkBuds S an, wenn du damit in einer sehr lauten Umgebung telefonieren würdest. Ja, jetzt das gleiche nochmal mit beiden Kopfhörern drin. So hören sich die Sony LinkBuds S an, wenn du mit beiden Kopfhörern im Ohr in einer lauten Umgebung telefonieren würdest. Die sind jetzt natürlich auf Ambient Sound eingestellt, so dass ich meine Umgebung auch wahrnehmen kann. Das klingt bei den Kopfhörern tatsächlich sehr, sehr seltsam. Das Auto hört sich an, als würde ich in einem Flugzeug sitzen. Also, du kennst ja dieses Grundgeräusch in einem Flugzeug. So hört sich das tatsächlich hier im Auto an. Wir können jetzt auch mal die Fenster wieder alle öffnen. So hört sich das eben an, wenn Wind in diesem Modus in die Kopfhörer reingeht. Und das Windgeräusch ist jetzt richtig, richtig krass in meinen Ohren. Ich fühle mich gerade, als würde ich mit 10.000 km/h über die Wolken fliegen. Ist nicht so unbedingt positiv, muss ich dazu sagen. Jetzt sind die Fenster wieder zu und ich würde definitiv sagen, dass ich mit den Sony LinkBuds S nicht im Ambient Mode im Auto telefonieren würde. Nein, zumindest nicht mit zwei Kopfhörern. Das hört sich richtig, richtig grauenhaft. Ja, und jetzt stehen wir. Der Motor ist aus. Hier ist es wirklich sehr leise und so hören sich die Sony LinkBuds S an, wenn man damit in einem ruhigen Raum telefonieren würde. Die Qualität der Mikrofone der Sony LinkBuds S ist definitiv besser geworden als die der Sony WF-1006M4. Da muss man sagen, Sony hat hier nachgebessert und die Mikrofonqualität deutlich verbessert. Ja, und so hören sich die LinkBuds an, wenn du damit in einer Videokonferenz telefonieren würdest. Hier ist es nicht ganz so leise. Das soll ein bisschen simulieren, als wären Geräusche im Office zu hören. Hier rauscht es etwas von den Bäumen und es ist ein wenig Wind da. Ich finde, dass die Sony LinkBuds S sich sehr gut anhören und sehr gut auch am PC oder Mac für eine Videokonferenz verwendbar sind. Es ist jetzt nicht die allerbeste Mikrofonqualität, aber von den getesteten Bluetooth-Kopfhörern finde ich schon, dass sie sich im Gesamtpaket dafür am besten eignen. Sie haben ein sehr gutes ANC, sie haben einen guten Transparenzmodus, wenn du mit einem Kopfhörer telefonierst. Und du kannst eben damit sonst auch sehr gut Musik hören und das Case ist sehr klein und handlich, dass du es eben immer dabei haben kannst und immer dann benutzen kannst, wenn du die Kopfhörer brauchst. Falls du sonst noch die Kopfhörer sehen möchtest, die ich getestet habe, dann blende ich dir hier eine Playlist ein. Dort kannst du alle von mir getesteten Bluetooth-Kopfhörer noch einmal anhören und für dich selbst entscheiden, welche für dich am besten sind.